Schalömchen, Freunde. Schalömchen. Ja, es ist soweit. Wir haben das Ding jetzt wirklich knapp 40 Kilometer durchgeperzt. Werden wir gleich mal sehen, wie viel genau. Moment. Wir haben halt jetzt keinen Bock gehabt, die Karten daraus zu machen. Wie viele Kilometer wir genau zurückgelegt haben. Wir sind bei 11 Kilometer losgefahren. Wir haben jetzt 46. Ja, 35 Kilometer, knapp 40 Kilometer sind wir gefahren und können euch jetzt einen sehr guten Einblick geben, ob das Ding wirklich sein Geld wert ist oder wir doch lieber beim iHawk 1.0 bleiben. Wo fangen wir denn direkt mal an? Ich würde sagen, wir fangen direkt bei dem an, warum das Ding eigentlich so für Aufsehen gesorgt hat und noch sorgen wird, Freunde. Aufsehen gehört natürlich wegen Dualmotor und das ist wirklich Verkaufsschlager, ja. Weil jetzt kommt der Hauptpunkt. Das ist der Hauptpunkt zwischen den beiden Geräten. Und zwar durch den Dual-Motor seid ihr deutlich smoother unterwegs. Und ihr habt nicht ein Gefühl, eben so einen ganz leichten... Ja. Ja, Freunde, ihr macht immer so ein bisschen so, wenn ihr fahrt. Ihr macht so leicht den hier, wenn ihr zum Beispiel irgendwo fahrt. Ist jetzt übertrieben dargestellt. Und wenn ihr mal Kurve fahrt, dann die Lenkung ist sehr, sehr, ich nenne es mal leichtgängig. Und es könnte passieren, dass man so den hier macht. Passiert jetzt nicht, aber ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Hier habt ihr aber den Frontmotor, der zusätzlich noch am Lenker zieht. Das bedeutet, der Reifen zieht euch eigentlich immer wieder gerade. Das bedeutet, du kannst mit dem Scooter wirklich extrem gut einhändig fahren. Nicht, dass man das machen sollte, aber es geht mit dem Teil. Du kannst hier sehr gut einhändig mitfahren und hast extreme Sicherheit. Ja, und es macht auch nochmal deutlich mehr Spaß, wenn du, jetzt mal jetzt übertrieben gesagt, du fährst ein paar Schlangenlinien und irgendwann kann das, ja, kommst du dir so ein bisschen unsicher vor mit dem. Aber wenn du diese Schlangenlinie fährst mit dem Dual-Motor, bist du immer wieder gerade gezogen mit dem Frontmotor. Und das ist einfach sicherheitsmäßig der sicherste Scooter, wenn es um Fahrverhalten geht. Ja, da haben wir jetzt noch den nächsten Punkt, Freunde. Ihr habt es gesehen, wir haben den Bergsteiger-Test absolviert. Und was dabei rausgekommen ist, war ja wirklich gigantisch. Also der war ja wirklich deutlich besser als alle anderen. Ja. Also der ist ja schon krass gewesen im Bergsteigen. Der ist ein bisschen besser gewesen als der, wirklich nur ein bisschen. Der Fritz ist fast genauso gut wie der Legacy 1. Aber der ist einfach nochmal deutlich besser. Wirklich, das ist ein Riesenunterschied. Ja, und er ist immer noch nicht feile. Wir haben immer noch einen Prototyp. Der wird noch richtig gut eingestellt, laut iHawk. Ja, und iHawk möchte da auch gerne Meinungen hören. Wurde mir tatsächlich vor einer Minute von dem iHawk-Typen geschrieben. Deswegen, wenn ich das mal kurz einbinde. Nochmal deine Meinung. Also wirklich vor einer Minute haben wir Nachricht gekriegt. Wir zu uns auch nochmal äußern, was mit dem Controller quasi jetzt noch blöd ist. Ja. Weil wir sollen das Ding ein bisschen testen, damit, wenn das Ding final ist, ihr damit auch Fahrspaß habt. Und? Von der Beschleunigung her ist das Ding an sich wirklich gut. Der Legacy 1 zieht nicht ganz so krass weg wie der hier, aber du hast wirklich den Dual-Motor, diesen Dual-Motor-Punch, den man immer so bekommt, den hast du erst so ab 8, 9, 10 km/h. Wäre geil, wenn der quasi von Anfang an wäre. Ja. Aber das ist fast schon das Einzige, was man bemängeln könnte. Außer die Single-Motor-Leistung. Es wäre geil, wenn man quasi... wenn man die Peakleistung erhöht. Das heißt quasi einfach den Controller mit mehr Ampere ansteuern lässt. Ja. Also die Motoren sollten einfach mehr Ampere kriegen. Dadurch erhöht sich automatisch dann so gesehen die Peakleistung. Aber das auch wäre ganz die geil. Reichweite wird weniger. Ja, ich sage halt nur ein bisschen, nur so ein bisschen im Single-Motor, nur ein bisschen. Wenn man den Single-Motor, den würde ich so privat auf einer geradeaus Strecke, kannst du den fahren. Ja. Das ist ja egal. Wenn du jetzt die ganze Zeit irgendwelche Wege geradeaus fährst. Aber so kann man den Dual-Motor empfehlen. Wir hatten hier einen kleinen Fauxpas, nenne ich es mal, minimalen Kratzer dran gekommen. Ding haben wir, ich sag mal, ich weiß nicht, ob man es einblenden kann, ich weiß nicht, ob die Stelle gefilmt war, ich glaube schon. Hast du haben einen so, Kopf gehabt, die Kamera? Haben wir so einen kleinen Kratzer reingehauen, tut mir leid, weil es ist ein Leihgerät, normalerweise passen wir da mehr auf. Das war einfach wegen diesem Gas hier. Ich will das Gas jetzt nicht haten, das hat sich beim Fahren als echt entspannt rausgestellt, aber ich habe einfach... Ja, schon viel mit dem Legacy gefahren. Ich habe einfach so random, wir standen irgendwo, ich habe einfach random meine Hand hier so drauf gedrückt, habe dabei am Gas gedreht und dabei das Ding weggeschmissen. Am besten so. Ja, das okay. Heißt, rechts, links. Okay, das muss man echt aufpassen, wenn man das Ding kurz festhält, dass einem der nicht aus der Hand fliegt. Das ist vorhin im Wald schon mal passiert. Uiuiuiui. Ja. Funktioniert aber noch alles. Problem ist wirklich untertourig, unter 8 km/h, wie Niklas schon sagte, die Leistung. Und dadurch hast du gefühlt ja, im Wald nicht so die Performance. Also da sollte man vielleicht auch dann den Gasgriff generell noch ein bisschen
besser einstellen, ja, dass auch die Leistung, wenn du jetzt mal vom Gas gehst, auch direkt wieder kommt, anstatt diese Denksekunde zu haben. Und das ist der größte Manko, den ich jetzt hier gerade sehe. Ich finde nämlich, man kann den generell so ein bisschen bissiger machen. Also ihr müsst bedenken, selbst in dem Zustand hat er alle anderen Scooter in Deutschland, wirklich alle, stehen lassen. Ja. Alle. Egal welchen, alle. Der Paul, gar kein Vergleich. Also das ist wirklich... Aber wir reden ja darüber, was man noch verbessern könnte. Und das könnte man auf jeden Fall noch verbessern. Ja. Generell ein bisschen bissiger, das Ding. Wenn jetzt einer sagt, ja, ich will aber gar nicht so ein bisschen Scooter haben, dann kannst du immer noch den Einser-Legacy kaufen. Oder ihr drückt auf den Knopf und dann habt ihr Single-Motor. Geht natürlich auch. Dual-Motor kommt ja echt sehr gut im Berg hoch. Und ich würde jetzt schon fast behaupten, natürlich wieder nach dem S04. Ich weiß nicht, also okay, mittlerweile, also bin ich mir gar nicht mehr sicher, ob der nicht besser als der SO4 Pro 2 im Berg hochkommt, weil deswegen das war wirklich schon echt krass. Deswegen sage ich jetzt, der beste Bergsteiger tatsächlich. Ja, aber der kann ja tatsächlich alles am besten. Wir können jetzt mal ganz kurz gucken, Freunde. Ding ist schon wieder ausgegangen. Das kann man übrigens umstellen, wenn ihr nicht wollt, dass der Ding andauernd ausgeht. Ich muss schon wieder dieses IOC-Ding holen. Sekunde. Wir können jetzt mal ganz kurz schauen. Wir haben jetzt hier noch... Nach 35 Kilometer, die wir gefahren sind, 3 Balken Akku und eine Spannung von 50,7 Volt. Hier, bei unserem eingefahrenen Legacy, den einen Balken weniger, haben wir 50 Volt. Und das Krasse ist, ich bin mehr mit dem gefahren. Ja. Und das ist echt krass, weil der hier hat ja schon übelst Reichweite. Der ist noch nicht mal den Akku eingefahren. Wie gesagt, der hatte 11 Kilometer, als wir den gekriegt haben. Und ja, und wir sind jetzt hat der 46. Nur im Dual-Motor-Modus gefahren. Ja, und auch richtig haben wir dem gegeben. Und ich meine, ich weiß nicht, ob ihr das Video alle gesehen habt, aber wir haben dem den richtig gegeben. Also wirklich, das war jetzt kein Schongang. Das finde ich krass, dass sie jetzt hingekriegt haben mit dem, ja, ich sag mal, den gleichen Akku, mehr Reichweite rauszukitzeln. Das ist sehr geil. Da ist auch ein BMS drin, was zusätzlich natürlich. Ja, also und das Krasse ist es noch nicht in dem, ne? Also der hat noch nicht drin. Nein, der hat es noch nicht. Das ist ja das Krasse. Dass, wenn der das neue BMS hat, das Ding hat, soll wohl laut iHawk 40 € im Einkauf gekostet haben, dann soll das Ding nochmal performanter sein. Das werden wir euch aber alles im Detail erklären. Das hat jetzt hier in dem Video nichts zu suchen. Wir wollten es nur erwähnt haben. Ansonsten alles fast identisch wie beim iHawk 1.0. Legacy 1.0, außer die Federung. Die Federung ist richtig geil, weil die nochmal ganz easy nachjustierbar sind. Ja. Ansonsten, vom Feeling her, fühlt sich das genauso an wie vom Legacy. Man kann es ein bisschen weicher stellen, ein bisschen härter stellen. Was halt geil ist, wenn ihr die auf ganz weich stellt, habt ihr ungefähr ein bisschen weicher als bei dem. Nur ein bisschen. Aber ihr könnt das auch richtig hart stellen und dann wird das Ding richtig asozial. Also, richtig geil. Also da fährt es dann richtig geil. Ja. Ansonsten... ja, die Motoren sind eigentlich ausreichend. Ja, viele haben geschrieben, wie nur 2x 250 Watt. Mehr kriegt man in Deutschland nicht durch. Ja. Aber die haben natürlich auch eine ordentliche Peakleistung. Deswegen schafft der E-Scooter die beste Bergsteigerleistung. Also wir sind damit auch durch den Wald durchgehend 22. Also ist egal, so langfest, er fährt die 22 km/h. Wenn ihr nochmal die genauen Unterschiede zwischen dem und dem sehen wollt, dann schaut das erste Video, was wir dazu gemacht haben. Das können wir euch auch, einfach die ganze Playlist in der Beschreibung verlinken, wenn ihr das sehen wollt. Ja. Hier geht es wirklich nur ums Fazit, nachdem wir einen Tag damit gefahren sind. Die Blinker sind auf jeden Fall besser. Ich bin da nämlich zweimal mit meinem Fuß gegengekommen und schaut mal, da ist noch nichts kaputt. Ja, wie gesagt, Wasserdichtigkeitstest können wir euch jetzt ersparen, weil das Ding ist ja eh noch nicht final. Da kommt ja noch anderes BMS und so rein. Dann werden wir es aufschrauben und euch zeigen, wo die Unterschiede zwischen den beiden Scootern sind, wenn es final ist. Und ja, soweit war es das eigentlich schon fast, Freunde. Was man noch lobenswert erwähnen kann, ist einfach, das ist jetzt echt subjektive Meinung, die neue Farbe. Das sieht einfach so viel geiler aus als das. Das ist echt krass. Zum Abschließen kann man eigentlich erzählen, das Ding ist eine absolute Kaufempfehlung, wenn ihr das Geld habt. Link ist in der Beschreibung, unterstützt uns gerne. Ansonsten, auch jetzt für iHawk, sag ich mal, Feinjustierung des Gashebels oder Gasgriffs. Und ein bisschen mehr Leistung reinbauen. Untenrum, ja. Untenrum. Ja. Dass man nicht sagt, ja, hier kommt die Leistung, wenn man wieder vom Gas runtergeht, dass der direkt wieder, der muss ja auch und soll auch. Ja, der kann auch, das ist er ja, er kann. Und wir können jetzt auf jeden Fall, und das ist jetzt eine rein objektive Beurteilung, sagen, das ist jetzt wirklich mit Abstand, wirklich mit einem Riesenabstand, der beste E-Scooter, den man sich momentan in Deutschland kaufen kann und legal fahren kann. Und das ist echt krass. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, bei dem Legacy 1 gegen den Trittbrett Paul, weil die sind ja vom Preis her eh nicht, der Legacy 1 ist halt nur ein Fuffi, nee, gar nicht, der ist 1 Euro teurer gewesen. Dann könnte man wirklich sagen, okay, vielleicht ist der Paul doch irgendwo besser. Also ich sag mal, wenn man dann jetzt
sagt so, ja, ich finde da Daten jetzt bei dem Legacy nicht so geil, zum Beispiel diese Federung oder sowas. Also es gibt halt Leute, die sagen, die finden den Paul besser als den Legacy. Ich finde es auf jeden Fall nicht. So, das haben wir auch schon mehrfach gesagt. Der Paul ist nicht schlecht, aber der Legacy ist einfach meiner Meinung nach besser. Aber der Legacy 2, der setzt allem nochmal eine Schippe drauf. Ist der Lenker wieder lose? Guck mal. Na ja. An sich sind da wahrscheinlich die Leute, die den Paul feiern, die den Paul sowieso schon haben. Ja, ist doch absolut nicht verwerflich. Ist doch nicht verwerflich, genau. Wenn man, viele Leute hatten das immer so in der Vergangenheit, dass die sich so ein bisschen abgefuckt haben, wenn wir uns zum Beispiel für irgendeine Scootermarke positioniert haben. Aber es ist scheißegal, wer diesen Scooter rausgebracht hat. Ja. Fakt ist, das ist einfach der beste Scooter, den man sich momentan kaufen kann. Aber das haben wir auch schon letztes Jahr in Österreich gesagt. Ist halt ein V-Set 10 und iWalk hört auf die Leute, was sehr gut ist, und versucht die Mängel und die kleinen Mängel beim 1.0 direkt auszumerzen. Und hier haben wir fast schon ein endgültiges Produkt, was ich schon so unterschreiben kann. Eben, der ist jetzt schon der geilste. Ja. Er ist jetzt schon der geilste. Absolute geilste. Selbst wenn iHawk jetzt sagen würde, scheiß drauf, wir verbessern da gar nichts mehr. Das bleibt alles so, wie es hier ist. Es ist egal, es ist jetzt schon mit Abstand das geilste. Es ist Obst im Haus. Was man hier benutzen kann. Und da freuen wir uns drüber. Einzige Manko, was wir noch vergessen haben, ist wieder ausgegangen. Egal, was wir vergessen haben zu erwähnen, ist, und das kann ich euch mal eben zeigen. Freunde, Achtung. Nicht erschrecken, aber ihr werdet euch nicht erschrecken. Die Hupe. Wir hatten jetzt gerade nicht die Situation, also die ist doch safe nur so dran gebastelt worden. Wir haben jetzt hier nicht die Situation gehabt, wie ich sie gern gehabt hätte, dass wir gefahren sind und die Hupe war zu leise. Aber ich kann euch sagen, mit dem Legacy 1 hatte ich schon die Situation, dass die Hupe wirklich zu leise war. Ja. Gerade wenn ihr an der Hauptstraße auf dem Fahrradweg fahrt und vor euch fährt irgendeine Omi oder so, da wäre es schon geil, eine Klingel dran zu haben oder der Hupe nochmal so einen kleinen Boost zu verpassen. Jetzt kommen wir nochmal zum Thema Tuning, Freunde. Das Thema ist noch nicht durch. Die Tuningbox funktioniert hier soweit, wo ich mitbekommen habe, wohl dran. Dadurch, dass der Controller aber noch ein bisschen Feinjustierung benötigt, passiert da noch nicht viel. Ich glaube, dann fährt der 25 und das ist, also ich meine, der fährt so halt 22 und das sind 3 km mehr. Und klar, 3 km mehr ist geil, aber nicht, wenn es dann illegal ist. Das lohnt sich dann halt echt nicht. Aber iWalk hat da wirklich, wirklich Stress gekriegt. Das waren immer die, die sich als einziger Hersteller für Tuning eingesetzt haben von den eigenen Produkten. Andere Hersteller haben da gefühlt keine Ahnung, ey. Ja, das ist auch so sehr so dämlich. Klar, wenn du Dinge hast, willst du auch mal das, was der kann, im Wald fahren, was der nicht verwerflich ist. Eben, kannst du doch entdrosseln und das dürfen die Hersteller nicht anbieten, da kriegen direkt auf den Sack. Ja. Und das ist halt Deutschland. Die anderen, wie zum Beispiel Trittbrett, die sagen, ich distanziere mich komplett davon. Ich möchte gar nichts mit zu tun haben, ich habe keinen Bock auf Stress. Das ist ja auch, also Freunde, versteht es nicht falsch, Trittbrett, wir haben uns da mit den Leuten auch unterhalten, die haben auch gesagt, yo, wir finden Tuning geil, wir würden auch lieber, dass man das machen kann und so. Und die haben sich aber nicht getraut, das umzusetzen. iHawk hat es wirklich lange gemacht, ihr wisst das mit dieser Tuningbox und alles Mögliche. Und ja, dementsprechend die Kacke ist bei iHawk momentan, was das angeht, am Dampfen. Die haben da richtig Stress mit dem KBA bekommen. Da gab es unangekündigte Durchsuchungen und so einen Schwachsinn. Also die haben da wirklich richtig Stress bekommen. Und die sind jetzt dazu verpflichtet, jeden, der Tuning-Module oder irgendwas anbietet, für ihre Produkte zu verklagen. iHawk hat daraufhin ja quasi eine andere Firma gegründet, dieses IO Mobility, ich weiß nicht, ob die so hießen, ist auch scheißegal. Auf jeden Fall haben die noch eine andere Firma gegründet und wollten dann von da die Sachen vertreiben. Und das haben die nicht gemacht, weil das alles geldgeile Penner sind, Freunde. Natürlich steckt da auch eine Menge Geld hinter und man will damit auch was verdienen. Aber das meiste Geld verdienen die mit den Scootern. Das haben die hauptsächlich gemacht, um die Scooter für die Leute interessanter zu machen. Weil die Leute danach quasi verlangt haben und dementsprechend haben die dafür ordentlich die Retourkutsche gekriegt. Was man damit jetzt persönlich macht, ist ja einem selber überlassen. Aber natürlich, die Möglichkeit zu haben, das zu tun, auf Privatstrecken oder so, nicht da zu sein, weil Deutschland einen Stock im Arsch hat, finde ich absolut behindert. Und wenn es Leute gibt, die damit zu schnell auf Straße fahren, können sich auch ein Vorset 10 kaufen und damit rumfahren. Das macht keinen Unterschied, das ist Schwachsinn. Also da hat iHawk richtig Kacke am Dampfen momentan, das haben wir so mitbekommen. Die haben da richtig Stress gekriegt und das nur, weil die wollten, dass ihr ein bisschen schneller fahren könnt, da wo es erlaubt ist. Das war natürlich ein Griff ins Klo für iHawk, dumm gelaufen, aber da sieht man mal wieder, wo wir hier eigentlich leben. Ja, also naja. Und dementsprechend kümmert ihr euch da gerade noch keine ganzen Informationen zu geben. Aber naja, wie gesagt, Freunde, wir können hier nochmal abschließend sagen, dieser Scooter wird Stand jetzt in ungefähr 1,5 Monaten oder so. Warte, wann kommt der raus? Ich glaube, Ende Juni. Kann sein, ich bin mir nicht sicher. Ende Juni kommt der, glaube ich, raus. Und ja, ich hoffe, dass wir einen von den Dingern kriegen, weil die sind mega. Ich hoffe noch, dass wir die ganzen anderen Produkte, die dann noch kommen werden, ebenfalls testen können. Ja. Die werden nämlich auch mega freuen und da könnt ihr euch so hart drauf freuen. Und das ist nicht übertrieben.
wir wissen halt schon wieder mehr als ihr. Und wir wollen euch da so ein bisschen, schon mal so ein bisschen anfeuern. Wird einfach nur geil. Ja. Nochmal danke dafür, dass wir das Ding hier über das Wochenende testen durften. Wenn ich mir das hier angucke, dann war bestimmt das letzte Mal. Bitte mappt aber ab. Ja gut, wir kommen mit dem Lackstift vorbei, fixen kann, euch das. Passieren. Na gut, Freunde, der Link von dem Ding ist in der Beschreibung. Rabattcode haben wir auch dabei. Jetzt gibt es eigentlich nur noch eins zu sagen, und zwar abonniert den Kanal. Und dann wird ihr auf jeden Fall immer auf dem Laufenden halten, wenn wirklich die Neuerung von iHawk oder von anderen E-Scooter-Herstellern, vielleicht auch ein ganz anderes, kommt. Und wir versuchen immer als erstes euch zu zeigen, was wir geil finden. Ja, und auch was wir schlecht finden. Aber die Liste mit schlechten Sachen ist bei dem Ding echt nicht groß. Ist echt nicht groß. Wir sind so durch den Wald gefahren, ne? Also richtig krass. Guckt euch die Videos dazu an, Freunde, die waren echt geil. Wir haben da richtig neue Wege entdeckt. Nur mal abschließend, wirklich abschließend, das haben wir in dem Vergleichsvideo schon gesagt, alle Punkte, die hier dran, ich sag jetzt mal Kacke waren, wurden hier abgestellt. Ja. Jeder einzelne Punkt. Bis auf die Hupe. Aber sonst, sonst wirklich alles. Ich frage mich ja auch, ob die Hupe nicht tatsächlich auch irgendwie geregelt ist, dass sie nicht zu laut sein darf. Ich habe keine Ahnung. Das macht ja ich bin jetzt Sinn. Kein Experte von EKF. Ist auch egal, Freunde. Video geht lange genug. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Aber nicht vergessen und dann ciao.